Bald in TV-Show. Was machte Sabrik nach dem DSDS-Sieg? Wie ging es für sie weiter? Anita Sabrik, 34, gewann 2014 die 11. Staffel von DSDS. Mit ihrem Song "The One" sang sie sich in die Herzen der Zuschauer und erstürmte rasch die Chartspitze in Deutschland. Österreich und der Schweiz landete sie auf Platz 1 der Singlecharts. Danach wurde es aber eher ruhig um die gebürtige Polin. Was hat Anita nach DSDS gemacht? Eigentlich sollte die Beauty nach ihrem Sieg in der Castingshow auf große Tour gehen, doch sie trat statt 20 Mal nur 2 Mal auf. Danach machte sie hier und da Musik und wollte unter anderem für Polen beim Eurovision Song Contest antreten, doch sie schied beim Vorentscheid aus. 2017 konnten Anitas Fans sie dann endlich wieder auf der Bühne sehen, sie ging gemeinsam mit DJ Bobo, 55, auf Tour. So richtig durchgestartet ist sie nach ihrem DSDS-Erfolg allerdings nicht. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn Anita ist eine Kandidatin in der neuen Staffel von Kampf der Reality Stars. Gemeinsam mit Serkan Yavuz, 29. Evancia Benetatu, 30, und Paul Janke, 41, wird sie am thailändischen Strand um das Preisgeld und die Krone kämpfen.